Dietmar Kübauer kennt das Gefühl, am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu erschaffen. Andreas Herzog bleibt dieses Gefühl verwehrt. Der Lass ganz in Weiß macht von Anfang an richtig Druck. Aber die Admira kommt zur ersten Chance. Gute Balleroberung von Ebner und dann Mustafa, der nach überstandener Krankheit zurück ist in der Startelf. Und dann wird der Schuss im allerletzten Augenblick noch geblockt. Die 10. Minute. In der Folge spielt dann allerdings nur noch der in Weiß gekleidete Lask. Mit Michorn und Holland zunächst auf der Bank. Das ist Renner, der bedient Hussein Balic. 1-0 für den Lask in der 14. Minute. Gattermeier bringt den Ball nicht wirklich weg. Hong Wan So dann auf Renner, dann attackieren Luan und Maliček auf den Ballführenden, machen damit den Weg frei für Balic und der schließt ganz überlegt ins lange Eck ab mit seinem erst zweiten Saisontreffer. Und das ist ein Tor, das die Admira psychisch schon richtig knackt. Da kann Andreas Herzog motivieren, wie er will. Seine Mannschaft nur nach Standards noch gefährlich. Diesen Eckstoß von Wodaniel köpfelt Stefan Zwierschitz. Und dann ist es Sacco, der im Gegensatz zum Spiel in Ried diesmal kein Eigentor fabriziert. Das war in der 16. Minute. 3 Minuten später passiert das. Der großartige Nakamura wieder auf Renner. Balic mit dem Doppelpass mit Horvath. Zwierschitz fährt ins Leere. Doppelt gemoppelt von Hussein Balic. 2-0, 19. Minute. Das war richtig fein rausgespielt. Einmal berühren und beim 1-0 war es der rechte Fuß mit Gefühl. Beim 2-0 ist es der linke von Balic mit richtig Bums. Von der Admira in Folge überhaupt nichts mehr nach vorne erkennbar. Die Mannschaft ist psychisch nicht mehr in der Lage, dagegen zu halten. Maliček kann Nakamura nicht mal mit einem Foul stoppen und Thomas Golginger erzielt in Minute 33 das 3-0. Nakamura mit der Vorarbeit, bei der Admira diesmal Lukacevic und Ostrzolek auf der linken Seite aufgeboten, aber zwei gelernte Linksverteidiger können Thomas Golginger nicht am erfolgreichen Abschluss hindern. 14. Spiel von Golginger mit dem Lass gegen die Admira, sein 7. Treffer. Zur Pause die Admira also 0-3 hoffnungslos hinten. Dietmar Kübauer kann für das Conference League Playoff planen. Bei Admira Wacker kommt dann Wladimir Nikolov ins Spiel und plötzlich sind die Niederösterreicher vorne auch gefährlicher. Der erste Warnschuss kommt von Angelo Gattermeier in der 54. Eine Minute später hat der Lask die Gelegenheit auf 4-0 zu stellen. Potsmann für Golginger. Dann wehrt Leitner den Ball nicht souverän ab, aber Zwierschitz verhindert Schlimmeres. Wieder nur eine Minute später. Gattermeier nicht im Abseits. Wartet, bis Nikolov da ist. Der macht das technisch sehr fein hier gegen Jovicic. Sjurdanovic legt noch ein Luftloch, aber Lukacevic trifft. Der hat beim 1-1 gegen den LASK am 9. April sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Heute macht er sein zweites. Tolle Vorarbeit von Nikolov. Zum Glück für die Admira trifft Sjurdanovic den Ball hier nicht wirklich. Lukacevic vollendet dann. Nach kurzer VAR-Überprüfung wegen eines möglichen Abseits zählt dieser Treffer auch. Die Admira in der Folge nur noch offensiv orientiert und mit dieser Gelegenheit von Stefano Sjurdanovic. Philipp Schmiedl auch neu ins Spiel gekommen. Für ihn ist die Partie wenig später schon wieder zu Ende nach einem heftigen Kopfzusammenstoß mit Andreas Gruber. Es kommt noch Stakel. Die Admira bringt alles, was sie offensiv hat und macht dann beinahe ein Eigentor. Nach dem Schuss des eingewechselten Flecker fälscht Matthias Ostrzolek den Ball ziemlich gefährlich, aber eben nicht ins eigene Tor ab. Wir sind schon in der Nachspielzeit.
Der LASK lässt einige Kontermöglichkeiten liegen und ist dann im Glück, dass Stefano Surdanovic diese Riesengelegenheit auf den zweiten Admira-Wacker-Treffer vergibt. War kein Abseits, war fein gespielt, aber erbärmlich abgeschlossen. Und die allerletzte Chance in diesem Spiel gehört wieder dem LASK, der durchaus höher hätte gewinnen können. Der eingewechselte Gruber scheitert an Admira-Kapitän Andreas Leitner. Und dann ist Schluss. 16 Jahre nach dem letzten Abstieg musste Admira runter in die zweite Liga. Andreas Herzog beendet seine erste Saison als Clubtrainer mit einem Abstieg. Damals hat es 5 Jahre gedauert, bis Admira Wacker wieder oben war. Es brauchte eine Fusion mit Schwadorf und die Investitionen eines Richard Trenkwalder, ehe ausgerechnet Dietmar Kübauer den Verein zurück in die Bundesliga geführt hat.